Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier in der Büroküche. Und heute kochen wir gemeinsam eine Zucchini oder einen Zucchini-Kartoffeltopf mit Fleischbällchen und Eiweißsoße. Ja, also ich habe schon mal einiges vorbereitet. Das heißt, heute ist die Vorbereitungszeit etwas länger als sonst. 750 Gramm Kartoffeln geschnitten, geschält. Dann habe ich hier, naja, so ungefähr 600 bis 700 Gramm gehacktes Bratwurstbrät zu kleinen Bällchen geformt und damit etwas mehr als das Originalrezept eigentlich angibt. Und hier sind so ungefähr 700 Gramm wahrscheinlich Zucchini drin, normal im Rezept ungefähr 600. Aber ich sehe es ja auch nicht ein, dass man so kleinere Enden von der Zucchini oder sowas wegschmeißt. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Insofern habe ich ein bisschen mehr heute vorbereitet. Ja, und wir schauen mal, ob alles in den Topf passt. Aber ich denke mal schon. Und zwar beginnt das Kochen bei mir immer mit dem Klick auf den grünen Button. Und als erstes benötige ich 500 Gramm Wasser. In das Wasser kommen eingehäufter Teelöffel Gewürzpaste für Gemüsebrühe. Und jetzt wird der Gareinsatz eingehängt. Und du siehst, ich habe schon im Vorfeld die Kartoffeln, wie gesagt, geschält und auch natürlich geschnitten. Das sind diese 750 Gramm in mundgerechten Stücken. Und jetzt setze ich den Aromabehälter auf. Und in diesem, du siehst es, befinden sich bereits die Zucchini in, ja, halbiert und in Scheiben geschnitten und ein bisschen mit Kräutern gewürzt und Salz und Pfeffer. Genau wie es hier steht, 600 Gramm Zucchini, längs halbiert in Scheiben. Und darauf achten, dass ausreichend Dampfschlitze noch frei bleiben. Das werden wir mal ein bisschen beobachten, aber ich denke mal, dadurch, dass die Zucchini ja doch ziemlich stückig sind, sollten die Schlitze auch nie komplett verschlossen werden. Und jetzt den Varoma-Einlegeboden einsetzen. Bratwurstbrät von 4 bis 5 Bratwürsten. Also ich hatte 2 Bratwürste und ca. 500 Gramm Hackebehälter oder gehacktes genommen. Hing ganz einfach damit zusammen, dass wirklich nicht genügend Bratwürste in der Kaufhalle zur Verfügung standen. Auch das passiert manchmal. Insofern sind jetzt hier ungefähr 700 Gramm, tja, Bratwurst, Brät oder Mett sozusagen vorhanden. Und ich denke mal, das passt aber auch ganz gut. Und jetzt werde ich den Aroma verschließen. Und dann sehen wir uns in 25 Minuten wieder. Ich starte jetzt den Kochvorgang. Ja, und diese 25 Minuten sind nun auch vorbei. Den Varoma absetzen. Gareinsatz mit Hilfe des Spatels herausnehmen. Ich spüle mal wie immer den oder wie so oft den Deckel ab. So, die Kartoffeln sehen gut aus. Und jetzt Mixtopf leeren, dabei die Garflüssigkeit auffangen. Kartoffeln, Zucchini und Fleischbällchen in eine große Servierschüssel umfüllen. Ja, ich versuche mir das Ganze immer ein bisschen so einfach wie möglich zu machen. Mal gucken, ob das funktioniert hier. Ich denke ja. So sieht das jetzt aus. Ich halte es mal kurz in die Kamera und dann Deckel drauf, auf dass es warm bleibt. Und ich denke mal, das reicht als Servierschüssel ja völlig zu für unsere kleine Büroküche. So, jetzt 300 Gramm Garflüssigkeit. Ja, da wir wieder Gemüsebrühe vorhin reingepackt haben, ich weiß immer nicht warum. Aber ich werde mal versuchen, ein bisschen mehr Soße noch zu nehmen, denn wir haben ja hier eine ganze Menge Feststoffe. Also ich werde jetzt hier mal, machen wir ein Drittel mehr rein, 400 Gramm.
einfach nachmachen kann ja jeder. Wir experimentieren jetzt hier ein bisschen rum. Das sind jetzt also fast 500 Gramm. Das heißt, also ich muss auch von den anderen Zutaten so, naja, zwei Drittel ungefähr mehr nehmen. Und versuchen wir es einfach mal. Ne? Ich denke mal, das wird funktionieren. 150 Gramm Eiweiß, das heißt, ein Drittel wären 50 Gramm, zwei Drittel sind 100 Gramm mehr, 250 Gramm Eiweiß. Schauen wir mal, wie viel da drin sind. Da sind natürlich mehr enthalten. So. Dann geht es weiter mit 40 Gramm Mehl. Ein Drittel sind 13 Gramm, 26 Gramm drauf. Dann haben wir also sozusagen ungefähr 65 Gramm Mehl. Ein Drittel wären 30, also 160 Gramm Sahne. Und ja, bevor wir die letzten 30, 40 Gramm Sahne noch wegschmeißen, ich nehme alles hier rein. Dann 3/4 Teelöffel Salz. Ja, nehmen wir einen. Das können wir nachher eh noch ein bisschen abschmecken. Und dann 3 Prisen Pfeffer, da wären ungefähr 5 draus. Was auch immer das ist, ich mache einfach mal ein bisschen Pfeffer rein und nachher kosten wir mal. Und dann 1 Teelöffel Zitronensaft. Ich habe hier ungefähr den Saft einer halben Zitrone. Den gieße ich mal mit dazu. Einer kleinen halben Zitrone. Und jetzt anstelle des Messbechers den Gareinsatz verwenden. Dann halte ich mich da mal dran. So. Und jetzt haben wir richtig viel Soße. Mal sehen, wie es gelingt. 4 Minuten bei 95 Grad auf Stufe 3,5. Alles gut verrühren und erhitzen. Ja, Soße abschmecken und mit Kartoffeln, Zucchini und Fleischbällchen servieren. Ja, so ganz nebenbei, denke ich mal, haben wir heute eine schöne Menge fertig gekriegt, weil der Varoma ist fast gefüllt. Na, ich möchte sagen, er ist gefüllt. Und aus meiner Schätzung kommen wir diesmal nicht nur 4 Portionen, sondern bestimmt auch 5 Portionen weit. Und ja, das Entscheidende ist, wir haben auch ausreichend Soße. Und ich werde sie mal verkosten. Sie sieht sehr, sehr schön aus. Ich halte sie mal von der Farbe her. Na, da kannst du schon mal erkennen, wie sie aussieht. Und schmeckt natürlich ganz toll nach Eiweiß. Ja. Also, ich denke mal, da ist uns heute ein sehr leckeres Rezept gelungen. Ich habe auch zwischenzeitlich schon mal die Kartoffeln probiert, weil hier waren 2 Stückchen rausgefallen. Auch die sind lecker. Na, und ich denke mal, insgesamt haben wir hier eine schöne Sache mit schön viel Soße. Und ja, gut, da freue ich mich auf alle Fälle drauf. Kurz nochmal zusammengefasst, also ich habe die Mengen sozusagen ein bisschen erhöht. Statt der 600 Gramm Zucchini habe ich ungefähr so 700 bis 800 Gramm genommen. Statt der 500 Gramm, ja, gehacktes Fleischbrät, wie auch immer man das bezeichnet, habe ich ungefähr 700 Gramm genommen. Hat super funktioniert. Bei der Kartoffelmenge bin ich ungefähr gleich geblieben, weil da ist man ja auf das Fassungsvermögen des Garbehälters sozusagen beschränkt. Das sind ungefähr 750 Gramm Kartoffeln. Und ja, bei der Soße bin ich statt der 300 Milliliter auf 500 Milliliter hochgegangen und habe die anderen Zutaten angepasst, sodass wir also hier wahrscheinlich so der 3/4 Liter Soße jetzt haben. Ne? Das ist also eine schöne Sache. Und ja, da freue ich mich auf alle Fälle jetzt auf mein Essen. Werde alles mal schön anrichten. Foto machen, hinten ans Video hängen. Ja, und dann freue ich mich auf dich beim nächsten Kochen hier in der Büroküche. Und viel Spaß beim Nachkochen. Lass es dir schmecken und mach dir einen schönen Tag. Bis dahin. Mach's gut. Ciao.